Juri Gagarin, der erste Mensch, der in den Weltraum vordrang. Bei der Pressekonferenz nach seinem historischen Flug vom 12. April des Jahres 1961 wird der 27-jährige Major den 1000 in Moskau versammelten internationalen Journalisten vorgestellt als der Kolumbus des 20. Jahrhunderts. Gagarin steigt blitzartig auf zu einem Weltstar, vom Bauernsohn zum Held der Sterne. Eine beispiellose Karriere. Kein anderer Sowjetbürger wird so mit Orden und Ehrenzeichen behängt wie Gagarin. Weltweit. Kein anderer Sowjetbürger ist bei den Menschen so beliebt wie er. Sein legendärer Flug um die Erde dauert 108 Minuten, seine Triumphzüge um den Erdball viele Jahre. Sein Markenzeichen, das legendäre Gagarin-Lächeln. Womöglich wäre alles ganz anders gekommen, wenn es dieses eine Lächeln nicht schon immer in seinem Gesicht gegeben hätte. Wir wissen nicht, welchen Stellenwert dieses Lächeln tatsächlich bei der Entscheidung, ihn auszuwählen, hatte. Aber kaum einer seiner Weggefährten spricht nicht darüber. Über die absolute Offenheit und Magie dieses Lächelns, über die Faszination, die davon ausging. Sogar Kreml-Chef Nikita Chruschtschow soll sich davon beeindruckt gezeigt haben. Was auch immer den Ausschlag gegeben hat, selten jedenfalls wurde eine Kosmonautenpersonalie so souverän und auch einstimmig entschieden wie die Gagarins, dem allerersten. Der gelernte Metallarbeiter und Jagdflieger überzeugte in allen Tests, bei allen Entscheidungsträgern und sogar bei seinen unmittelbaren Konkurrenten war er die unangefochtene Nummer 1. Bei einer geheimen Abstimmung unter den Kosmonautenanwärtern der legendären ersten Gruppe stimmten alle für Gagarin. Auch German Titov, der Zeit seines Lebens darunter leiden wird, die Nummer 2 zu sein. Ihm fehlte nicht nur das charmante Lächeln, zudem hatte er noch den falschen Vornamen. German. Und die Eltern den falschen Beruf für eine ideale soziale Abstammung. Bei Gagarin dagegen stimmte auch in der Biografie jedes Detail. Juri, ein russischer Bauernsohn aus dem Smolensker Gebiet. Ein mutiger Pilot, ein perfekter Kandidat in jeder Beziehung. Bereit und entschlossen, das große Abenteuer, den Vorstoß in den Kosmos zu wagen, als Erster. Keine Kleinigkeit. Keiner wusste damals, was mit einem Menschen im kosmischen Raum passieren wird, in der Schwerelosigkeit, in der Unendlichkeit. Noch nie war ein Homo sapiens mit kosmischer Geschwindigkeit um die Erde gesaust. Noch nie hatte jemand die Anziehungskräfte des Heimatplaneten überwinden können. Affen und Hunde hatten das zwar schon überstanden, aber keiner wusste, was im Kopf eines Menschen vor sich geht. Und auch nicht, wie der Körper reagiert, ob er überhaupt klarkommt mit dem Tempo, mit der Beschleunigung, mit der Schwerelosigkeit. Umstände, die man auf der Erde nur ansatzweise simulieren kann. Es gibt jede Menge Gerüchte und nicht wenige sehr reale Bedenken und Befürchtungen. Bleibt das Herz stehen? Pumpt es genügend Blut durch die Körperzellen? Was passiert, wenn der Himmelsstürmer angesichts der Unendlichkeit des Universums schlicht den Verstand verlieren sollte oder sein Bewusstsein? In beiden Fällen wäre er hilflos und ohne Chance, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Genau deshalb haben die Konstrukteure des Vostok 1-Raumschiffes, mit dem Gagarin starten soll, auch auf automatische Systeme gesetzt. Alles ist so ausgelegt, dass das Raumschiff auch dann noch zur Erde zurückkehrt, wenn der Kosmonaut völlig handlungsunfähig sein sollte. Für den Insassen des Raumschiffes gibt es außer Überleben offenbar nicht allzu viel zu tun. Er hat kaum Möglichkeiten, aktiv in den Flug einzugreifen. Gagarin, so eine Art Münchhausen, aber nicht auf, sondern in einer kosmischen Kanonenkugel? Naja, der Vergleich ist verlockend, er ist aber falsch. Immerhin gab es für Gagarin Handlungsoptionen für den Fall, dass die Landeautomatik versagen sollte. Dann hätte er manuell das Vostok-Raumschiff ausrichten und die Bremstriebwerke zünden können. Zumindest war das so vorgesehen. Aber all das hatte vor Gagarin noch kein Mensch ausprobieren können. Keiner konnte wissen, ob und wie das Ganze unter außerirdischen Bedingungen ablaufen wird. Das Ganze gleicht schon so einem beispiellosen Himmelfahrtskommando. Wie riskant der Gagarin-Flug tatsächlich war, wird selbst den unmittelbar Beteiligten erst Jahre später voll bewusst. Der stellvertretende Chefkonstrukteur räumt Jahrzehnte später ein, dass man das Risiko eigentlich nicht hätte eingehen dürfen. Angesichts der mathematischen Überlebenswahrscheinlichkeit von gerade einmal 47%. Und dabei bezieht er sich nur auf die Risiken beim Start der Rakete. Von den 7 gestarteten Trägerraketen waren bis dahin 4 beim Start explodiert. Dass man sich dann im April 1961 dennoch zum ersten bemannten Start entschließt, ist aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar. Damals aber scheint niemand von Zweifeln gequält. Schließlich
geht es darum, das prestigeträchtige Wettrennen mit den Amerikanern zu gewinnen. Dass auch die fieberhaft an einem bemannten Weltraumflug arbeiten, war kein Geheimnis. Ihre Astronauten waren schon auf den Titelseiten der Illustrierten, als Gagarin noch Jagdflieger im hohen Norden war und kaum damit rechnen konnte, einmal der erste Mensch zu sein, der in den Weltraum vorstoßen soll. Was tatsächlich in ihm vorging, als er dann am 10. April 1961 darüber informiert wird, das ist nicht übermittelt. War er sich über das wahre Ausmaß der Risiken im Klaren? Dass ein solches Unternehmen in absolute Grenzbereiche vorstößt und dass es dabei immer auch um Leben und Tod geht, das dürfte ihm bewusst gewesen sein. Sein Abschiedsbrief an seine Frau Valja legt das zumindest nahe. Der Technik vertraue ich voll. Sie sollte nicht versagen. Es kommt aber auch vor, dass ein Mensch auf einer ebenen Fläche fällt und sich den Hals bricht. Hier kann auch irgendwas passieren. Aber ich glaube bis jetzt nicht daran. Und wenn etwas passiert, bitte ich euch und in erster Linie dich, Valja, euch nicht zu grämen. Ich hoffe, dass du diesen Brief niemals sehen wirst und ich mich nicht für diese momentane Schwäche schämen muss. Ehefrau Valja wusste von dem unmittelbar bevorstehenden Himmelfahrtskommando so wenig wie alle anderen Erdenbürger. Nur der engste Kreis von Insidern war im Bilde. Und denen blieb beim Start der mächtigen R-7-Rakete am 12. April 1961 in Baikonur erst einmal nicht mehr übrig als Daumen drücken. Alle waren sehr nervös und aufgeregt, bis auf einen. Gagarin verblüffte alle mit einem Puls von 64 Schlägen. Es wäre der erste Flug zu den Sternen die normalste Sache der Welt. Schon wenige Augenblicke nach der Zündung der Triebwerke ist über Funk das legendäre Pojecha-Lied zu hören. Auf geht's! Die ersten spontanen Worte des ersten Kosmonauten. Magische Worte, die für die Nachkommen tabu sind. Ein Bilderbuchstart. Alles funktioniert perfekt. Zum ersten Mal in der Geschichte überwindet ein Mensch die Schwerkraft der Erde. Zum ersten Mal blickt ein Mensch quasi als außerirdisches Wesen herab auf den blauen Heimatplaneten. Zum ersten Mal erlebt ein Mensch die Unendlichkeit des Raumes und die erste kosmische Geschwindigkeit. Noch während des Fluges, 50 Minuten vor der Landung, verkündet Radio Moskau die Sensation. Hier ist Moskau, hier ist Moskau. Es senden alle Rundfunkstationen der Sowjetunion. Moskauer Zeit, 10:02. Wir senden die TASS-Meldung über den ersten Flug der Welt eines Menschen in den kosmischen Raum. Ein Novum in der sowjetischen Raumfahrt. Die Meldung erfolgt zum ersten Mal noch vor dem erfolgreichen Abschluss einer Mission. Sogar die Funkfrequenz, über die Gagarin kommuniziert, wird bekannt gegeben. Der Westen soll keinen Zweifel haben können, dass tatsächlich ein Sowjetbürger im Kosmos kreist. Aber noch ist die Mission nicht erfüllt. Die schwierige Landephase, die steht noch bevor. Auch die wird Gagarin aber überleben. Nach 108 Minuten Flug beginnt dann das zweite Leben des Juri Gagarin. Ein Dasein im Zeichen von Ruhm und Heldentum. Die ganze Welt ist im Gagarin-Fieber. Er findet den Draht zu allem. Zur Queen, zu Revolutionsführer Fidel Castro, zur Filmdiva Gina Lollobrigida, zu den Großmüttern in seinem Heimatdorf, die von ihm wissen wollen, ob er da oben Gott gesehen hat. Einfach zu allen. Für die Öffentlichkeit ist Gagarin nicht nur ein mutiger Kosmonaut. Die Medieninszenierung präsentiert ihn als Sympathieträger, ohne Fehl und Tadel. Gagarin als fürsorglicher Familienvater. Ein Mann, der weder dem Alkohol zuneigt, noch anderen Frauen nachstellt. Ein Star ohne Allüren und Eskapaden. Die Verkörperung des idealen Sowjetmenschen. Immer Vorbild, immer Lächeln. Aber das berühmte Lächeln verliert zunehmend von seiner Strahlkraft. Der Held der Sterne ist unzufrieden, besonders darüber, dass er nicht mehr fliegen darf. Nach dem tödlichen Unglück seines Kosmonautenfreundes Kamarov im Jahr 1967 wird ihm sogar das Fliegen der Düsenmaschinen verboten. Kosmonaut Nummer 1 soll auf keinen Fall zu Schaden kommen. Erst nachdem er höchstpersönlich im Kreml interveniert, darf er endlich wieder in ein Cockpit steigen. Eine verhängnisvolle Entscheidung. Am 27. März 1968 das jähe Ende. Gagarin startet zu einem ersten Übungsflug, dann verschwindet die Maschine vom Radarschirm, stürzt ab und bohrt sich metertief in die Erde. Wenige Kilometer vom Sternenstädtchen entfernt endet die beispiellose Karriere des 34-jährigen Juri Alexejewitsch Gagarin. Zur Beisetzung auf dem Roten Platz kommen Zehntausende, wie 1961, als Gagarin hier als der neue Kosmosheld gefeiert wurde. Brezhnev hält Ehrenwache. Die Menschen trauern. Die Umstände des Absturzes aber bleiben geheim. So kursieren die wildesten Gerüchte. Die Rede ist von Schlamperei, Trunkenheit, maroder Technik, Selbstmord oder gar Mord.
Tatsächlich sind sich alle Experten schnell darüber einig, dass das Flugzeug ins Trudeln geriet. Über das Warum wird bis heute gestritten. Kanntet ihr den Namen von Juri Gagarin und seine Geschichte? Ist er für euch aus heutiger Sicht ein Held oder ein Vorbild? Was denkt ihr über ihn? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr weiterhin solche Videos hier sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal einfach. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.